Du möchtest auf Google ganz oben gefunden werden, aber mit klassischer SEO ist das sehr, sehr kompliziert und viele Suchbegriffe sind hart umkämpft? Dann habe ich jetzt einen ganz speziellen Tipp für dich. Videos. Wie du mit Videos ganz oben ranken kannst und sogar noch viel mehr auffällst, erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und in meinem letzten Video habe ich euch erzählt, dass man es mit YouTube schaffen kann, bei Google ganz oben gerankt zu werden. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand. Erstens ist die Konkurrenz bei Videos nicht so hoch, aber vor allem ist zweitens die Chance, dass derjenige, der da gesucht hat, auf diesen Link klickt, wo so ein Video-Thumbnail daneben ist, ungemein höher, als dass er auch einfach nur auf einen Textlink klickt. Deshalb werde ich euch in diesem Video möglichst einfach erklären, wie man es schafft, in 4 Schritten mit seinem Video auf Google oben zu ranken. Legen wir los. Schritt 1. Suchbegriff finden. Als erstes sollte man das richtige Keyword finden. Denn das Keyword zu finden, was tatsächlich die meisten Leute suchen, kann häufig den Unterschied zwischen Tausenden von Klicks machen. Das geht am besten mit dem Google Keyword Planner Tool. Die Grundlagen davon möchte ich euch einmal ganz kurz demonstrieren. Hier sind wir im Google Keyword Planner. Der ist Teil von Google AdWords und lässt sich kostenlos verwenden, wenn man ein Google-Konto hat. Der findet sich hier unter Tools und dann Keyword Planner. Ich packe euch aber auch nochmal einen Link in die Beschreibung. So, hier gibt es diesen Teil mit Hilfe einer Wortgruppe, einer Webseite oder einer Kategorie nach neuen Keywords suchen. Hier klicken wir drauf und dann finden wir hier dieses Feld, wo wir unser Standard-Keyword mal eingeben. In diesem Fall nehmen wir zum Beispiel mal das Wort Krawatte. Also wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben ein Geschäft, das verkauft Krawatten. Jetzt können wir hier noch eingeben, welcher Standort. Da könnt ihr zum Beispiel Deutschland eingeben, welche Sprache. Ist jetzt in unserem Fall Deutsch. Ich mache mal alle Standorte, lasse ich mal drin und suche einfach mal. So, und jetzt gehen wir hier statt Anzeigegruppen auf Keyword-Ideen. Dann kriegen wir nur einzelne Keywords ausgespuckt. Und jetzt können wir zum Beispiel mal nach durchschnittlicher Suchanfrage pro Monat suchen. Dann sehen wir, was wird am häufigsten gegoogelt. Und jetzt sagt er uns alles, was in die Richtung ist. Okay, Jeans ist jetzt vielleicht nicht so relevant, beziehungsweise erstmal sehen wir das Wort selber. Krawatte kriegt monatlich 14.800 Aufrufe in unserer gewählten Zielgruppe. Dann können wir mal weiter gucken. Hier, Krawatte binden ist vielleicht das relevanteste von allen, also beziehungsweise das meistgesuchte von allen, das mit 74.000 Aufrufe. Das nächste ist Krawattenknoten, was relevant sein könnte, 27.100. Dann kommt vielleicht hier bei Krawatten wieder das nächste. Das hat aber noch weniger als unser Wort Krawatte. Also das sehen wir jetzt zumindest erstmal hier von den Aufrufzahlen. Das sind dieses Keyword Krawatte, Krawatte binden und Krawattenknoten sind die drei mit den meisten Aufrufen. So, wir haben rausgefunden, was die Leute tatsächlich suchen. Jetzt ist es allerdings wichtig, herauszufinden, ob unter diesen Keywords bei Google auch Videos angezeigt werden. Denn es gibt spezielle Video-Keywords, wo besonders viele Videos angezeigt werden und es gibt viele Keywords, wo keine Videos angezeigt werden. Typische Kategorien, in denen Videos angezeigt werden, sind How-To-Keywords, also wie geht, Pünktchen, 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 Reviews, wo Sachen vorgestellt werden, Tutorials, alles Mögliche im Bereich Fitness und Sport, weil Google da weiß, dass Videos sehr viel geklickt werden. Und auch witzige Videos, zum Beispiel süße Katzen. Für uns sind hier vor allem relevant natürlich die Wie geht Keywords, die Reviews oder die Tutorials. Das sind allerdings nur ein paar Beispiele, wo häufig Videos angezeigt werden. Geht einfach mal hin und gebt eure Keywords bei Google ein und dann werdet ihr herausfinden, ob da Videos angezeigt werden. Ansonsten, falls da keine Videos angezeigt werden, nehmt einfach mal diese Beispiele, die ich euch jetzt gegeben habe und geht hin und passt eure Keywords ein bisschen mehr auf diese Beispiele ein, bis ihr was findet, wo jetzt schon Videos in Google angezeigt werden. Warum ist das so wichtig, dass für euer Keyword auf Google diese Videoaufrufe angezeigt werden? Es ist deshalb so wichtig, weil wenn das nicht der Fall ist und ihr dieses Video online stellt, dann könnt ihr nur über YouTube gefunden werden, was schon ziemlich gut ist, oder über die Google Videos. Aber über die Haupt-Google-Suche könnt ihr nicht gefunden werden. Und das ist nun mal das, wo die Leute am allermeisten suchen. Wenn da allerdings Video-Thumbnails sind und ihr schon Videos seht in den Google-Aufrufen, könnt ihr auch da reinkommen und direkt über Google gefunden werden. Und das ist ein unglaublicher Multiplikator. Also, ihr habt jetzt euer Keyword rausgefunden, wo auch Video-Thumbnails angezeigt werden. Dann checkt doch mal kurz nach im Google Keyword Planner, ob dieses Keyword auch genug Suchvolumen kriegt. Denn wenn das kein Suchvolumen kriegt, bringt uns das natürlich auch nichts. Und wenn das auch der Fall ist und Video-Thumbnails angezeigt werden, dann haben wir ein perfektes Keyword gefunden, auf das wir ranken können. Und dann geht's weiter im nächsten Schritt. Schritt 2. Die Videos drehen. So, jetzt haben wir herausgefunden, für welche Keywords wir ranken. Jetzt geht es damit los, die Videos zu drehen. Dabei ist eine Sache ganz wichtig.
macht die Videos für den Zuschauer. Viele SEO-Experten werden euch sagen, ja, baut hier das Keyword ein, sagt so häufig wie möglich das Keywords. Das sind auch wichtige Sachen, aber auch Google ist es am allerwichtigsten, dass die Zuschauer eure Videos mögen. Und das sollte euch auch am wichtigsten sein, denn selbst wenn viele Leute auf dieses Video klicken, ist am Ende des Tages wichtig, ob die Leute, die auf euer Video geklickt haben, das Video auch mögen. Deshalb macht ein Video für den Zuschauer. Dafür braucht man kein riesiges Produktionsbudget. Das Wichtigste ist, dass ihr Mehrwert liefert und unterhaltsam seid. Die Leute sollen auf eurem Video bleiben, möglichst lange das Video gucken. Und dafür müsst ihr den Leuten Mehrwert liefern und oder sehr unterhaltend sein. Denn auch für die Google SEO ist es einer der wichtigsten Faktoren, wie die Zuschauer mit euren Videos interagieren. Gucken wir uns doch mal an, worauf YouTube achtet. Erstens die Zuschauerbindung, das heißt, wie lange gucken sich die Zuschauer tatsächlich eure Videos an? Wie lange bleiben sie dran? Zweitens die Kommentare. Wird kommentiert? Wie viel wird kommentiert? Drittens die Abonnements, das heißt, wie viele Zuschauer abonnieren den Kanal, nachdem sie das Video angesehen haben? Viertens das Teilen des Videos. Das heißt, wie viele Leute teilen das Video über Google+, über Twitter, über Facebook? Fünftens das Favorisieren bzw. das später Ansehen der Videos, was man auf YouTube machen kann. Das heißt, wie viele Leute sagen, dieses Video zu meinen Favoriten hinzufügen oder dieses Video später ansehen. Und zu guter Letzt natürlich die Daumen hoch bzw. die Daumen runter. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, wie viele Leute geben dem Video einen Daumen hoch. Also mit diesen Faktoren im Hinterkopf sollte man die Videos drehen. Das heißt, es ist möglichst wichtig, wie lange bleiben die Leute an meinen Videos dran, wie lange gucken die Videos, wie viel interagieren sie mit den Videos. Und das zeigt auch Google, wie informativ und wie sinnvoll diese Videos für den Zuschauer sind. Und umso höher wird man dann auch je nachdem gerankt. Ein guter Trick, hier möglichst hoch auf Google gerankt zu werden, ist ein längeres Video zu drehen. Das heißt, ein Video, was mindestens 5 Minuten lang ist. Das führt dazu, dass die Watchtime, das heißt die gesamte Zeit, die alle Nutzer zusammengenommen das Video angesehen haben, höher ist als bei einem kürzeren Video, was Google das höher ranken lässt. Das heißt, mache ruhig längere Videos, wenn die Videos informativ sind. Aber auch nur, wenn die Videos informativ sind. Denn wenn das Video dann langweilig wird, dadurch, dass es viel zu lang ist und die Zuschauer alle abspringen, dann bringt uns die Länge dieses Videos auch nichts mehr. Schritt 3. Das Video hochladen. So, wir haben jetzt das bestmögliche Video gedreht, was dem Zuschauer den größten Mehrwert liefert. Und jetzt geht's daran, das Video hochzuladen. Und hier gibt es wieder ganz viele SEO-Tricks, um das Video möglichst gut zu ranken. Ein wichtiger und häufig nicht beachteter Faktor ist hier, es beginnt beim Dateinamen. Das heißt, der Name der Datei, die man auf YouTube hochlädt, der ist schon wichtig für die SEO. Den sehen zwar nicht die Zuschauer, die das Video später sehen, aber YouTube wertet den mit aus. Das heißt, wir nennen ein Video nicht unbenannt.mp4 oder Video5.mp4, sondern wir nennen das Video halt unser Keyword.mp4. Also zum Beispiel in unserem Fall jetzt Krawattebinden.mp4. Das bringt der SEO schon was. Der wichtigste Faktor beim Hochladen des Videos ist aber der Titel, den man bei YouTube einstellt. Da ist es wichtig, mindestens 5 Wörter zu nehmen, damit der Titel Relevanz gewinnt, aber vor allem ganz an den Anfang von dem Titel das Keyword zu setzen. Das heißt, wir nennen unser Video nicht: In diesem Video zeige ich euch, wie man einen Krawattenknoten bindet. Das ist erstmal viel zu lang, aber zweitens vor allem, wir setzen das Keyword an den Anfang. Das heißt, wir sagen auch nicht, wie binde ich einen Krawattenknoten, sondern wir sagen Krawattenknoten binden oder Krawatte binden. Das war, glaube ich, das Keyword, was wir herausgefunden haben. Das heißt, am Anfang schreiben wir Krawatte binden, dann machen wir zum Beispiel Doppelpunkt und dann schreiben wir der einfachste Krawattenknoten oder sowas. Dann haben wir unser Keyword ganz am Anfang. Das ist relevant für die SEO, aber wir haben trotzdem noch einen Titel, der den Zuschauer auch anregt, drauf zu klicken, weil das ist ja natürlich auch wichtig. Derjenige muss am Ende auf das Video klicken. Das heißt, am Anfang das Keyword und dann der Rest vom Titel. Die Beschreibung des Videos ist auch sehr, sehr wichtig, denn gerade aus der Beschreibung kann Google sich natürlich die ganzen relevanten Keywords rausholen. Ähnlich wie bei klassischer SEO und zum Beispiel Blogartikeln im Internet ist auch hier die Länge des Textes sehr entscheidend. Wir sollten die Videobeschreibung mindestens 250 Wörter lang machen, damit sie Relevanz erhält und auch möglichst viele Informationen da drin sind. Und dabei sollten wir unser Keyword erstens in den ersten 25 Wörtern benutzen. Das heißt, unser komplettes Keyword, Krawatte binden, in diesem Beispiel jetzt zum Beispiel, benutzen wir im ersten Satz am besten, dann haben wir es direkt am Anfang. Zweitens, wir sollten unser Keyword dann nochmal auch genau in der Form, wie wir es haben,
3 bis 4 Mal im weiteren Text verwenden. Aber natürlich auch sinnvoll. Wir sollten es nicht voll spammen, immer nur das Keyword reinschreiben. Das sieht YouTube das oder beziehungsweise Google, das ist einfach nur Spam. Sondern sinnvoll im Text noch 3-4 Mal das Keyword benutzen. Ein weiterer wichtiger Tipp ist es, den Link, auf den wir wollen, dass die Leute klicken, ganz oben zu platzieren in der Beschreibung. Das heißt am besten spätestens in der 2. Zeile. Denn YouTube zeigt ja immer nur den oberen Teil an und sagt dann mehr anzeigen. Wenn wir dann in der 2. Zeile sind, brauchen die Leute nicht auf dieses Mehranzeigen klicken, denn das tun die wenigsten und sehen trotzdem den Link zum Beispiel zu unserer Unternehmensseite. Außerdem, wenn das Video auf Facebook geteilt wird, werden auch nur die ersten 2 Zeilen angezeigt und auf Google wird sowieso nur der Anfang des Textes angezeigt, obwohl da auch wahrscheinlich die wenigsten Leute auf dem Link in der Beschreibung klicken. Aber gerade wegen diesen Faktoren den Link immer ganz nach oben setzen. Kommen wir nun zu den Tags beim Hochladen des Videos. Die Tags sind nicht das Wichtigste für die SEO, sie helfen aber und sie haben einige zusätzliche positive Faktoren. Schreibe in die Tags einfach die wichtigsten und relevantesten Keywords für dein Video rein. Das heißt auf jeden Fall das Keyword, was wir rausgefunden haben, aber auch ähnliche Keywords. Hier ist es auch sinnvoll, Longtail-Keywords einzusetzen. Das heißt, nicht nur einzelne Wörter in die Tags zu schreiben, sondern zum Beispiel auch unser Krawatte binden oder auch Krawattenknoten binden. Man sollte allerdings nicht alles voll spammen mit Longtail-Keywords. Das heißt, wenn man noch zusätzliche Wörter, wie zum Beispiel jetzt haben wir doppelter Windsor oder was auch immer wir jetzt bei Krawatten hätten, dann können wir das nochmal als ein Wort zusätzlich hinsetzen und nicht noch doppelter Windsor Knoten binden als ein zusätzliches Keyword. Das sieht Google dann auch irgendwann als Spam an. Also wir machen ein paar wichtige Longtail-Keywords und dann noch ganz viele einzelne Begriffe. Nicht völlig unrelevante Sachen machen, nur Sachen, die auch damit zu tun haben, aber schon möglichst viele Keywords. Ein schöner Bonus von Tags ist, dass YouTube diese verwendet, um zu berechnen, welche Videos an der Seite neben einem Video angezeigt werden. Das heißt, wenn man so ein Video hat, sieht man daneben ja immer, welche Videos, ähnliche Videos nennt YouTube das, wie welche Videos einen auch noch interessieren könnten. Und dafür benutzt YouTube die Tags. Ein letzter wichtiger Faktor beim Upload ist noch das Thumbnail. Das ist für die SEO natürlich nicht wichtig, völlig irrelevant, weil wie soll Google das auswerten, was da im Thumbnail ist? Aber das hat natürlich einen großen Faktor darauf, wie viele Leute dann tatsächlich auf das Video klicken, wenn sie das angezeigt bekommen in Google. Das heißt, das Thumbnail sollte auffallen. Was genau beim Thumbnail zu beachten ist, werde ich euch allerdings noch mal in einem extra Video erklären. Schritt 4. Videoaufrufe erhalten. So, unser Video ist auf ein Keyword optimiert, es ist gedreht worden für den Zuschauer, super, es liegt online, wir haben alles optimiert und unser Video ist wirklich top. Jetzt kommt es zum letzten und einem der wichtigsten Schritte, nämlich Aufrufe tatsächlich auch zu erhalten. Wie vorhin schon besprochen, ist für Google einer der wichtigsten Faktoren, wie viele Views und vor allem wie viel Watchtime das Video tatsächlich bekommt. Das heißt, wie viele Leute sich wie lange das Video ansehen. Deshalb ist es jetzt wichtig, die ersten Leute auf das Video zu kriegen, damit wir überhaupt oben in den Suchmaschinen gerankt werden können. Achtung, hier ist es wichtig, echte Aufrufe zu erhalten. Ich weiß, es gibt überall im Internet Sachen wie hier 5000 YouTube-Aufrufe für wenig Geld kaufen, hier für 5 Euro ein paar YouTube-Aufrufe und Abonnenten erhalten. Das sind keine echten Aufrufe und YouTube bzw. Google kann das erkennen. Das kann dazu führen, dass das Video gelöscht wird und es vor allem führt es nicht dazu, dass euer Video höher gerankt wird. Also vergesst diese Fake-Aufrufe. Echte Videoaufrufe brauchen wir hier an dieser Stelle. Wie können wir diese Aufrufe allerdings erhalten, bevor unser Video oben bei Google gerankt wird? Dafür habe ich euch mal ein paar Tipps zusammengetragen. Ein erster, sehr, sehr guter Trick sind hier diese Hilfeseiten im Internet. Das heißt, im englischsprachigen Raum zum Beispiel Quora oder Yahoo Answers. Im deutschsprachigen Raum ist da gute Frage.net eine gute Adresse und ihr kennt die bestimmt. Wenn man irgendeine Frage eingibt bei Google, kommt ständig diese Hilfeseiten, wo jemand gefragt hat, wie mache ich das und das, wie schaffe ich das und das. Und wenn man da die passenden Fragen zu seinem Video findet, zum Beispiel, wenn da jetzt jemand geschrieben hat, wie binde ich einen Krawattenknoten oder was sind die einfachsten Krawattenknoten etc., dann geht man dahin und postet eine Antwort, gibt eine kleine Textantwort und vor allem sagt dann, mehr könnt ihr hier in dem Video sehen oder ich habe euch hier mal ein Video rausgesucht, das das sehr gut erklärt und so weiter. Der Vorteil ist, auf diese Seiten kommen ganz, ganz viele Leute, die sind auch super gerankt immer bei Google, weil Google dies als sehr, sehr sinnvoll ansieht. Und das heißt, da können nochmal zusätzlich Leute drauf kommen, da sind sowieso schon immer viele Leute und da sind auch Leute, die genau diese Frage interessieren. Das heißt, wenn wir das schaffen, die auf unser Video zu kriegen, ist das super. Und andere Seiten sehen diese Seiten häufig als Spam an.
Aber YouTube ist hier eine Ausnahme. Man kann ganz viele YouTube-Links posten. Natürlich sollte man nicht alles voll spammen und überall einfach nur den Link reinposten, sondern schon sinnvolle Antworten geben. Aber das ist eine super Quelle für die ersten paar Aufrufe. Dann natürlich noch die Klassiker. Teilt das Video auf Social Media, keine Frage, auf Facebook, auf eurer Twitter-Seite und zeigt den Leuten das Video, dann klicken schon mal die Erste drauf, man hat die ersten Aufrufe. Dann natürlich einen Blogpost dazu schreiben, ist auch immer gut. Wenn ihr einen aktiven Blog habt sowieso, packt das Video in den Blogpost rein, dann klicken nochmal ganz viele Leute drauf und dann kriegt ihr auch mehr Aufrufe. Wenn euch das Video sehr wichtig ist und ihr noch weitergehen wollt, dann packt doch zum Beispiel mal das Video unten in eure E-Mail-Signatur rein und vielleicht klickt jemand drauf. Oder empfehlt das Video Leuten persönlich weiter und so weiter. Hier ist einfach eure Kreativität auch ein bisschen gefragt. Versucht erstmal Möglichkeiten zu finden, die ersten paar tausend Leute auf das Video zu kriegen. Wenn das geschafft ist, dann kann man auch deutlich höher ranken und dann kommen auch die Leute über Google auf das Video. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid jetzt schlauer, wie man ein Video ganz oben auf Google rankt. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg, dass ihr es schafft, euer Video ganz oben auf Google zu ranken. Und wenn ihr noch mehr spannende Themen rund um YouTube haben wollt und immer die neuesten Tipps und Tricks, dann abonniert doch den Kanal und ihr seid auch beim nächsten Video mit dabei. Bis dahin, tschüss, euer Jan.